zum Glück habe ich so einen kleinen Garten. Also man kann sagen, so eine Art Schrebergarten. Ich sage eigentlich lieber, ich mache halt Urban Gardening. Ja, so auf 16 Quadratmeter Mietgarten. Das ist direkt neben dem Westfriedhof. Komischerweise wächst da alles besonders gut. Und ja, da kann ich mich voll erholen. Also das ist wirklich meine Ruheoase. Gell? Da baue ich gern so Obst und Gemüse und schön ist wirklich gut. Vieles wird dir da sehr schnell madig gemacht. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sage nur Blattlaus und Frostspanner, Apfelwickler, Rostmilbe, Rüsselkäfer, Buchsbaum, Zinsler, Schnecken, hey, alles schon durchgehabt, wirklich. Zum Glück gibt es da im Obi Gartencenter ganz gute Produkte dagegen. Und das muss jetzt wirklich mal loswerden. Also ich war da wirklich froh während der Pandemie, dass ich auch gerade in Bayern daheim bin, wo konsequenterweise nach jedem Lockdown zuallererst die Baumärkte und die Gartencenter wieder aufgemacht haben. Ja, weil die sind systemrelevant. Wirklich, ich habe da Stunden und Tage in diesem Obi verbracht und gerade schön war's. Und wenn ich nicht im Obi bin, dann bin ich echt gern in meinem Garten. Und ich sage euch, was ich da am liebsten mache, ist tatsächlich Grillen. Also ich grill wahnsinnig gern. Ich grill auch wirklich gut, also das muss ich jetzt mal so sagen einfach, weil bei mir im Garten wird nur professionell gegrillt. Ich habe einen Weber Gasgrill. Ja, so was Schönes, gell? Also wirklich wahr, klar, ich merke schon die Verwunderung, gell, weil jeder weiß ja, das ist kein Schnäppchen. Also klar, wie kann ich mir als arme Künstlerin so einen schönen Grill leisten, fragt sie euch, weil im Gegensatz zum Pflanzenkölle bin ich ja nicht systemrelevant. Wobei, da möchte ich schon sagen, also nicht systemrelevant. Wenn ich nicht relevant bin, ist einfach das System scheiße. Aber mein Weber Gasgrill, wirklich, der ist super und ich verrate euch jetzt, wie ich mir den habe leisten können. Das war nämlich wirklich auch eine Großtat, muss ich sagen. Also da möchte ich mich auch herzlich bedanken bei der Sparda Bank in München. Ja, nein, die sind mir wirklich entgegengekommen. Die waren so kundenorientiert, wirklich wahr, weil unter uns gesagt, was tue ich denn in München mit meinem Bausparvertrag? Da werde ich doch eh nie was bauen können. Jetzt haben mir die das so umgewidmet für diese Grillinvestition. Ja, das hat gerade gelangt. Und seitdem wirklich, ich grill also wirklich eigentlich jeden Tag. Ich mag das so gern. Ich sag's euch, ich grill gern so, mei, was grill ich gern? So Tofu-Burger oder so Halloumi, so Grillkäse oder so vegane Steaks. Aus Seitan. Ja, es stimmt da nicht. Nein, ich muss wirklich zugeben, es stimmt nicht, weil seit Corona muss ich auch wieder mehr aufs Geld schauen. Jetzt ist ich halt wieder ein Fleisch. Ja. Aber ich bin so gern in meinem Garten, wirklich, ich gehe da voll auf und ja, es ist aber auch viel Arbeit, das weiß man ja auch. Jetzt bin ich nicht die Fleißigste. Jetzt habe ich mir irgendwann mal gedacht, komm, geh den Schritt, tu dieses ganze Gewächs, das der mir jetzt alles raus. Und dann habe ich schön investiert und habe mir geleistet für meinen Garten einen Rasen, so einen Premium-Rollrasen. Ganz was Schönes, gell? Und dann habe ich mir gedacht, jetzt ist es auch schon wurscht, gell? Jetzt leistest du dir noch einen Rasenmäher-Roboter. Ja, da habe ich so einen kleinen Kredit aufgenommen, das war so ein. Wir machen den Weg frei, Kleinkredit. Und der Rasenmäher-Roboter, ungelogen, ist die ideale Erfindung für mich. Also der ist super, weil ich kann auf meiner Liege liegen und schaue dem beim Arbeiten zu. Ist doch super, oder? Schön, gell? Ja, ich habe das einer Freundin erzählt, hat die nicht glatt gesagt, okay, warum suchst du nicht doch einfach endlich einen gescheiten Mo? Als hätte ich das nicht ausprobiert. Ganz ehrlich, den letzten, den ich im Garten dabei gehabt hätte, der hätte auch ein bisschen was da sollen, du, der hätte auch Rasen mähen sollen. Aus der ersten Kurve schon hat es ihn rausgeschleudert. Ja, dann hat er sich ein Knechi verstaucht. Ja. Ich habe ihn dann ins Rechts der Isar gebracht. Und nie wieder
abgeholt. Aber jetzt habe ich meinen Rasenmäher-Roboter, gell, und der ist super, nur hat der zwischendurch immer so Kurst. Der hat immer so husten müssen und es hat ein bisschen gedauert, bis ich begriffen habe, ah ja, das ist immer dann, wenn er wieder so eine Wühlmaus zerhäckselt hat. Ja, einmal, oh Gott, einmal, das war so traurig, wirklich, einmal so traurig hat er sich einen Igel vorgenommen. Ja. Es war direkt traurig, weil er, da war ja gleich die ganze Elektronik im Arsch. Ich habe beim Garten, ich habe so nette Nachbarn, gell, so eine kleine Familie, und die haben auch so ein kleiner, so ein Ding, so ein Pinscher. Naja, probiert hätte er schon, mein Rasenmäherroboter, aber der war dann doch zu agil, der ist nur auf drei Haxen davon gehüpft. Aber jetzt habe ich ja gemerkt, durch meinen Rasenmäher-Roboter, dass ich offensichtlich ein Wühlmausproblem habe. Und dagegen wollte ich natürlich vorgehen. Also tierlieb wie ich bin, ganz schonend. Also mit Strom. Jetzt habe ich mit viel Liebe und viel Volt, habe ich meinen Rasen so schön unter Spannung gesetzt. Ja, da hast du noch gar nicht viel lange gebraucht, hat er schon so leicht gepritzelt. Aber ich sage euch was, ich war gar nicht da an dem Nachmittag, ich war nicht da, ging ja nicht glatt, aber ohne zum Fragen, ohne Erlaubnis vom Nachbarn, die zwei Kinder, auf meinen Rasen. So ähnlich hat sich das auch gehört, weil die waren barfuß. Na, aber da musst du echt vorstellen, ich meine, die da fangen sie schon wieder, aber ich habe mir... Ganz ehrlich, ich bin gar nicht da, geht irgendwer auf meinen Rasen. Ich habe mich einfach nicht mehr sicher gefühlt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe mir gedacht, nein, es hilft nichts. Da musst du nochmal was tun, musst halt nochmal investieren. Gell? Wenn du dich nicht mehr sicher fühlst, dann hilft es nichts. Habe ich mich entschieden, habe diesen herkömmlichen Zaun, den habe ich rausgerissen, weil der so zügellose Kinder offensichtlich eh nicht abhält. Da diese Wohlstandsschratzen da, das Waldorfgeschwerl. Ja, pass auf, und dann habe ich nur richtig schön investiert, habe mir echt was Schönes geleistet, nämlich Gabionen. Gabionen kennt ihr, oder? Also in Aubing kennt man die. Na, Gabionen, das sind diese formschönen Gitterkonstruktionen. Die werden so gefüllt mit Steinen aller Art. Das ist als Gartenelement wahnsinnig ästhetisch. Wirklich, das gibt dir ja ein ganz gutes Gefühl, muss ich sagen. Also meine Gabionen haben eine Höhe von etwa 2,80 Meter. Ja, das setzt ja ganz neue Maßstäbe, oder? Ganz ehrlich, ich bin so inspiriert durch diese Gabionen. Ich habe mir jetzt schon, ich weiß schon, was mein nächstes Gartenprojekt wird. Bin ich wirklich überzeugt davon. Ich habe mir nämlich jetzt gedacht, diesen Rasen, den tue ich wieder raus. Und dann lege ich alles aus mit Steinen. So Feng Shui-mäßig. Ja, so Stein statt Gras, Kies statt Kraut. Weil es geht doch nichts über die Natur. Weil wie hat angeblich schon Martin Luther gesagt, ein Mann soll in seinem Leben ein Haus bauen, einen Sohn zeugen und einen Baum pflanzen. Das Weib aber darf sie ruhig ihren Garten zuschütten mit Storner, sich auf die Liege flacker, sich ein Bier aufmachen und sich kreuzweis am Arsch lecken lassen.